Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin Sashi und das da ist der Clint von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Und wir reden heute über den 22. September. Ja. Und am 22. September hat... Warte, da muss ich dann nochmal eben... Am 22. September hat... Nee, mach du mal eben deine Person. Soll ich machen? Ja, ich mach danach meine Person. Die am 22. September Geburtstag hat. Na gut, am 22. September hat Geburtstag Sabine Lisicki. Die Tennis, hier, Oliver Pocher. Ja, ehemals Oliver Pocher. Ja, ehemals. Genau. Oh, die ist aber schwitzig. Ja, die spielt ja Tennis. Kennst du Sport, kennst du? Ja. Schwitzt man mal? Ja, sieht man mir vielleicht. Hast du Sport gemacht? Ja. Was denn? Fußball, zocken, Bier trinken. Also Fußball? Ja. Ja. An der Theke gefeiert. Ne? Welche Position hast du gespielt? Alles, was du möchtest. Also wirklich alles. Torwart, von Torwart bis Stürmer. Aber du bist ja nur 1,22 groß. Das kommt jetzt so rüber. Warst du kopfballstark? Ja. Bei mir passt in der Bildzeitung gerade mal so, ne? Ja, genau. Wenn ich hochgesprungen bin. Also die Sabine Lisicki hat heute Geburtstag. 1989 geboren. Ja. Und bevor wir weitermachen, dann müssen wir auch noch ein Geburtstagskind aus unserem Kreis. Ach so, du hast privat jemanden. Ja. Ach so. Und das ist nämlich von meinem Kollegen. Von Gonzales? Gonzales, die Frau. Jenny. Können wir den Nachnamen sagen? Können wir? Nö. Brauchen wir nicht. Hallo Jenny. 1990. Happy Birthday. Guck mal, geht ab wie Schmitz Katze. Alles Gute. Wir sehen uns heute Abend bei ein, zwei Schnabelichen. Also, seid ihr mal am Saufen oder was? Nein. Das war gerade warme Milch. Ist in Buxtehude ist Prohibition? Nein. Das würde ich nicht zulassen. Nee, natürlich nicht. Nee. Ja, am 20. Also hier Jenny. Da würde ich mich an irgendeinen Baum ketten und sagen, das darf nicht. Jenny, viel Spaß mit Gonzales und mit Clint. Und den ganzen anderen Konsorten, die da sind, ne? Ja. Am 22. September war auch noch was anderes? Ja, 2002 hat Rot-Grün die Mehrheit der Bundestagswahl gewonnen. Ach so, ja, okay. Ja. Aber das erste Mal. Warte kurz. Rot-Grün war ja vorher nie. Nee, Rot-Grün war nie. Warte mal. Das will ich will jetzt nichts weiter. Nee, warte mal, 98 war doch der Schröder mit, auch mit den Grünen. Guck mal. Siehst du? Also das zweite Mal eigentlich. Wann war das? 2002 war das zweite Mal? Ja, und das erste Mal war? Vier Jahre vorher. Vier Jahre, ja, vorher. Guck mal. Ja, macht ja Sinn, gell? Ging weiter. Die Schröder war zweimal Bundeskanzler. Der Gerdi. Ja, 8 Jahre. Ja, und dann kam der Steuersong, ne? Nee, wegen dem Steuersong ist er, glaube ich, nicht rausgeflogen. Nee, aber der kam trotzdem. Ja, er kam, ja. Und am 22. September, heute, ist auch Welt-CML-Tag. Und Welt-CML-Tag bedeutet, das ist der Welttag der Leukämie. Also man gedenkt der Leukämieerkrankung, also den Erkrankten. Okay. Ja, genau. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil dann man ein bisschen mal was in Bewegung kommt. Deswegen wird es wenigstens mal genannt. Und am 22. September ist auch Folgendes. 1827, Joseph Smith. Hat die Kirche gegründet. Die Kirche? Eine Kirche der Mongolen. Die Kirche der Mongolen? Warte kurz. Der Mormon. Der Mormon. Die Kirche der Mormon hat er gegründet, nicht der Mongolen. Also, der Mormon. 1827. Nee, lass doch Mongolen, ne? Die Mongolen Kirche, auch. Ja, die Mongolen haben auch eine saugeile Kirche. Ja. Ne? So im Freien, weil es sind ja Nomaden gewesen, die sind ja von A nach B. An der großen Mauer haben die mal ihr Zelt aufgeschlagen. Die Kirche haben sie gebaut, jedenfalls, ja. Die haben ein, zwei Steine von der großen Mauer haben sie mitgenommen. Haben sich dann Genghis Khan ist ja der große Mormonenführer gewesen. Ja. Und Joseph Schmidt, er hat dann gesagt, dann brauchen wir eine Kirche. Schmidt, der Smith heißt eigentlich. Ja, ne? Smith. USA wahrscheinlich, oder? Ja, Amerikaner. Ja, natürlich. Ja, das war der 22. September. Clint hier bei uns von Gonzales und Clint. Jetzt müsst ihr ja auf den Kanal von Gonzales und Clint gehen und die mal liken. Da ist nämlich auch immer so... So Informationswissen. Tschüss, Miss Sophie. Ciao.